Pink Winky, Dipsy, Lala, Po, Teletubbies. Hallo. Hallo. Teletubbies sagen hallo. Was, ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Ich auch nicht. Komische Geräusche und wenn so ein komisches Teil aus dem Boden kommt, Angst haben und wegrennen. Das ist noch hängen geblieben von meiner Kindheit. Das mehr weiß ich nicht mehr. Das weiß ich schon alles. Ich habe das gar nicht in meiner Kindheit geguckt. Ich habe das so mal irgendwie. Ich eigentlich auch nicht. Den Mist. Das war nach meiner Kindheit. Nee, ja, es soll halt extrem blöde sein und Kinder verblöden und so, es ne? Es ist extrem blöde und es verblödet auch die meisten Kinder, außer mich jetzt. Bei mir ist eine Ausnahme mit drin und so. Bei mir ist Ausnahme passiert. Oh, 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 oh. Dipsy, Dipsy! In Lalas Po! Es leckt ganz schön, kann das sein? Ja. Kann das sein? Gar nicht so. Das kann sein. Moment, es gab aber diesen komischen Staubsauger, der alle verblödet hat. Die haben auch immer, was haben die denn gefressen immer? Irgend so ein. Tabitos! Boah, es leckt voll, und, Mann! Die hatten alle Handtaschen, bin ich der Meinung. Die hatten auf jeden Fall einen Fernseher im Bauch, das weiß ich. Ja, genau, und dann kam die Sonne raus, hat gelacht, dann haben sie mir irgendwas gezeigt oder so. Die Sonne war da auch so ein kleines Baby, oder? Ja. Ja. Au! Es klingt auch ein bisschen wie der ICQ-Sound, oder? Von damals? Ja. War das nicht auch so? Au! Ja. Tiki Miki! Er leistet sich ein hartes Wetter mit Inside! Jetzt fallen sie von der Decke. Der eine Gegner ist müde. Oh. Bo! Boah, das Schlimme ist, ich hab irgendwo noch eine Videokassette mit Teletubbies. Oh Gott! Also, ich hab's nicht, meine Eltern haben die da irgendwo rumfliegen. Guckst du die mal beim Trampolin springen? Ja! Nein, ich habe nur Hockey gespielt, nicht Trampolin. Ach ja. Ah. How can you destroy a Teletubby? Tabby Tor. Dipsy. Lala. Oh. Teletubbies. Oh, das Schlimme ist, die Leute, die sich diesen Mist mal wieder geben wollen auf YouTube. Also, die Teletubbies, die Google, die suchen danach bei YouTube und dann kommen die hier auf unser Video. Also, jetzt. Weil das wird ja, ich nenne das ja irgendwie Teletubby oder irgendwie sowas. Ja, oh Gott. Oh, oh. Das neue Teletubby-Intro. Oh, und du hast gesungen, ey. Das werde ich dir jahrelang jetzt vorhalten. Ja, du wolltest, mach da einen Remix draus. Teletubbies. Tipsy. La, Po. Po. Ich glaube, du machst die Sache nicht gerade besser. Teletubbies. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie mal irgendwie, keine Ahnung und so, ne? Was stehst du? Stehst du? Weißt, was ich mein? Ja. Ja. Ne, war? Joach. Boom! Aufs eigene Tor! Machen die Gegner noch mit eigentlich? Oder haben die keine Lust mehr oder was? Nee, die haben Angst vor dem komischen Metallrohr, was aus dem Boden kommt. Boah, fuck man, irgendwann mache ich mal so ein Bestrafungsvideo und gucke mir vor laufender Kamera hier das Videoband an. Hier habe ich feiern Weihnachten nur so. Ich hätte mal eine Frage an die Zuschauer. Meint ihr, ist es okay, wenn man sich in dem Spiel Hitler nennt? Naja, dann muss man eine gute Begründung nennen. Ja, also, gut, ganz ehrlich, es ist halt Geschichte, ne? Ja, er ist wieder da, ne? Hitler, kann das sein? Hitler? Angelo Merte? Ja, Batman, ne? Oh, da ist mir wieder Minecraft-Bilder eingefallen, ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Aber es ist nicht explodiert. Ein Wunder, dass es da nicht Hitler gibt. Oh, 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 der kommt schön. Nein, warum verteidigt er den? Oh nein, und der fährt frei auf unseren. Ah ne, da hinten ist noch einer. Lala! Lala! Lala hat's richtig verkackt. Ich hab die Gegner abgelenkt. I love your show. Geil! Da ist einer Teletubby-Fan, wie gut! Ganz ehrlich, nee, ich hab eine andere Idee. Wenn ich irgendwann mal wieder Alkohol trinke, dann. Hol ich irgendwo her, wo ich immer wieder Alkohol, ich dachte warme Milch.
wenn ich einfach mal wieder richtig viel warme Milch trinke, dann werde ich irgendwo einen Videorekorder rauskramen. Ich glaube, wir haben irgendwo noch einen auf dem Dachboden. Und dann machst du da einen Vlog von? Ja, ich vlogge dann. Mit, und dann musst du dir aber auch einen Tabby Toast machen. Ja, ich kann das sogar. Ich kann Tabby Toast machen. Das ist ganz easy. Einfach Toastbrot in Ei und Ei dann abbraten. Das ist doch wie armer Ritter, ne? Armer Ritter. Nein, war das ist nicht Tabby-Toast. Mit Zimt oder sowas? Nein, das ist Tabby Toast. Da weiß ich nicht. Nee, mit, also ich kann das mit Zucker. Ja, Zucker, Zimt. Oh, lala. Oh, es geht hier lala. Tatsächlich in eine Verlängerung. Nein, es geht nicht in eine Verlängerung. Es geht nicht in die Verlängerung. Oh, Mann, musst es du geht den. In die Verlängerung. Nein, der ist auch heiß, der ist auch heiß. Oh, das war echt knapp. So heiß wie das Tabby Toast. Hi, lala. Oh, wir kommen hier nicht zu nahe, ne? Nee. Er ist heiß. Verdammt. Er ist zu kalt. Was ist denn das für ein Name, Tinky Winky, Mann? Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Was haben die denn geraucht, als sie die Sendung entwickelt haben, Alter? Tinky Winky. Ja, und Po ist halt nur in Deutschland halt, ne? Komisch, ne? Ja. Na, in Amerika war es wahrscheinlich. Die ganze Serie ist komisch. Es gibt. Ja, es ist ganz schön strange. In Frankreich gibt es doch einen Fluss, strange. Der Po heißt. Ja, ist er in Frankreich? Ja, ich wusste es jetzt nicht, deswegen habe ich ihn nicht angesprochen. Oh, der ist drin. Der ist echt drin. Nein, Po! Oh, Po hat's richtig verkackt. Po hat's verhauen. Po ist bad. Gibt's da jetzt einer auf dem Po für? Ja. Alter. Schade. Ja. Was? Wer hat blau und schlau gelöst? Wir haben blau und schlau gelöst. Ach so. Also das war echt scheiße, das habe ich echt gerne geguckt. Weil ich fand den Typen so scheiße. Ja, aber der ist überzeugt rübergebracht. Also nicht, dass ich das geguckt hätte. Hey, könnt ihr einen Hinweis entdecken? Ja, da hinten an der Pfeffermühle, du Spasti! Da ist eine riesige Pfote, Mann! Oh, das habe ich sogar auch. Ja, und doch mal war das so ähnlich. Habt ihr eine Ahnung, wo das ist? Tick, tack. Und noch schlimmer ist, kennt ihr Mickeys Wunderhaus? Nee. Ja. Hallo, Dudels! Das ist Dauer und Blau und Schlau, das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, irgendwie. Oh! Da hat Po wieder. Schöner Po, oh mein Gott! Nein! Da hat Tinky Winky verkackt. Oh, Tinky Winky ist wieder voll auf Age, Alter. Oh Gott. Tinky Winky dippt sie in Nalas Po. Peter Tappies. Alter, das verstört die Kinder. Einfach, dass die Teletubbies nicht verstörend waren. Obwohl, da ist es! Nein! Oh, was? Ja, schade. Hat er den noch gefischt? Hat er noch gefischt. Joy 1111, ey. Meine Glanzparade, ne? Das ist halt mein letzter Versuch, einfach noch irgendwie dieses Tor zu kriegen. Dann mach ich einfach immer eine Rückwärtsseite. Und jetzt hat's mal geklappt, das ist echt ganz also, cool. Dieses Sonnenkind, ne? Das hat doch die ganze Zeit gelacht dann immer. Folge, ne? Das haben wir voll. Nee, am Anfang der Folge hast du gedacht, am Ende der Folge war es irgendwie traurig oder so, weiß ich nicht. Alter, ey! Tinky Winky, Mann! Der war fast drin, Mann! Ja, wenn du nicht gestört hättest. Wenn der Joy Elf nicht gestört hätte. Ey, Lala, der wollte dich gerade zerstören, dann hab ich ihn zerstört, okay? Oh, danke. Weil wir sind Teletubby Bros, Alter. Boah, jetzt stell ich mir gerade Teletubbies mit Sandbrille vor, Mann. Teletubby for life, Alter. Es gibt SpongeBob, warum gibt es doch keine Teletubbies irgendwie in Rap-Format? Was gibt es, SpongeBob? SpongeBob, ja, ist ein Rapper. Du kannst auch echt jeden Witz versauen, ne? Ja, kann ich. Das ist so ein unbewusstes Talent von mir. Obwohl, unbewusst ist es gar nicht. Oh, Tubby wütend! Oh Gott. Oh, Mist.
Sag mal, wie immer versucht hat, wie Dora immer versucht hat, den Leuten Englisch beizubringen. Ah! Ja, keiner hat ihm zugehört. Wer hat das versucht? Dora. Ach ja, die kleine Schwarzhaarige, ja. Ja. Ist schon eine Süße, ja. Das ist jemand mal Schimmer. Also nicht, dass sie süß ist, sondern Dora und Jäger und so. Ja, es gibt schon schöne Scheiße. Die Kinder verblöden immer mehr, herrlich. Ja, ja, ich sag nur Sponsor. Ja, bis das, es gibt ja heute auch. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat gesagt, sein Kind guckt nicht so eine Scheiße hier, Zeichentrick und sowas, weil da verblödet man von. Weil, er hat gesagt, ja, wie unlogisch ist denn das hier, dieser komische Schwamm da? Da haben die Feuer unter Wasser, hallo? Ey, wenn du danach gehst, dann kannst du doch gar nichts mehr gucken. Nein, also als Kind. Kinder gucken nur RTL. Also RTL kannst du auf jeden Fall. Meine Kinder gucken, ja. Ja, RTL ist in Ordnung, ja. Das ist das wahre Leben. Ey, da sind aber auch immer krasse Fälle dabei, Mann. Ja, Mann, ey. Also da, boah, manche haben es echt hart. Familien im Brennpunkt. Ja, manche haben es echt hart, ey. Ja. Vor allem das Geile ist, dass die sich auch immer alle so voll die Anwälte leisten können und so, ne? Trovatos ja, und so. Ja, ja. Detektive meine ich. Ja, aber Anwälte ja teilweise auch. Das ist Privatdetektive im Einsatz. Oh, Lenzen, alter Vogel. Alter, Lenz, K11 war auch so eine Serie. Das Geile, meine Oma guckt das jeden Tag, die ganzen Mist hier, Salisch und sowas. Gibt es das noch? Ja, weiß ich nicht. Ja, meine Oma damals auch mal, Richter Alexandra Holt und so. Alexandra. Alexandra Holt. Hat er sich umoperieren lassen für die Quote oder was? Ja, in seinem Gericht war die Frauenquote nicht hoch genug. Oh. Hand anlegen. Ach, schade. Aber ich habe einen coolen Flug hingelegt. Das ist, irgendwie verkacken wir nur noch, ne? Verklagt mich ja. Da. Jawoll. Sehr schön. Ja, weil er mich weggeschubst hat. Okay, eins noch. Bleibt ruhig. Ich hab gesagt, ihr sollt ruhig bleiben! Ey, Dipsy, machen wir Frauentausch? Nala gegen Po? Oh, Lala, Vorsicht! Ja, Po! Ach ja. Boah, ey, das war schon... Oh, ich hab schon was. Ich glaube, ich habe ein relativ gutes Thema für die nächste Folge. Okay. Aber das kann ich jetzt noch nicht erzählen. Ja, das wäre sonst voll der Spoiler, ne? Ja. Macht's ja gar keinen Spaß, mir hier reinzuschauen. Ja, ganz ehrlich, da kann man sich auch sparen. Ey, ich glaube aber ganz ernsthaft, wir sind bei den Teletubbies gelandet. Ich glaube nicht, dass hier überhaupt noch irgendwer reinguckt. Mann! Oh, Bimmels! So Teletubbies! Formiert euch, wir waren nur ein Tor! Teletubbies! Ja! Der geht rein! Nein! Teletubbies! Nein! Oh, scheiße! Tabby, scheiße, Alter! Oh Mann, ich glaube, ich gehe nach Hause und fresse einen Tabby-Toast. Wir sind voll die Tabby-Nazis, ey! Tabby-Nazis sind ganz gut! Ich glaube, da gibt's sogar eine Parodie von. Dann haben die so Hakenkreuz-Antennen und so. Oh Gott. Oh. Dipsy, Hitler, Po. Kennt ihr Starfish Hitler? Nee. Das ist aus irgendeiner japanischen Heldensendung und da gibt's halt den Bösewicht Starfish Hitler. Okay. Oh. Da gab's dann noch so eine Parodie, und so, in der nächsten Folge singe ich das vielleicht. Okay. Ach verdammt, ich hab's ja eingeleitet. Warte, da muss ich kurz das kleine lachende Sonnenkind machen. Was jetzt. Leint es oder warte? Leint es, leint. Und dann ist die Folge vorbei. Ciao. Ciao. Tschüss.